Heute haben wir eine Begegnung für Sie im Angebot, die wohl kaum interessanter, die wohl kaum reizvoller sein könnte. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Willkommen in der Red Bull Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und auf unserem Programm steht ein Rückspiel aus diesem Wettbewerb. RB Leipzig gegen Union Berlin. Favorit ist hier auf jeden Fall der Gastgeber. Klarer Sieg im Hinspiel. Also da müsste schon einiges passieren, dass das noch kippt. André Silva. Da sind sie da, guter Block. Kevin Kampe, Ball wieder zurück. André Silva. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Der neue Gesamtspielstand, die Partie läuft wieder. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Konrad Leimer. Christopher Nkunku. Jetzt kann die Flagge kommen. Starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Ecke kommt in den 16er. Die Abwehr holt sich den Ball. Gut den Ball verteidigt. Klasse, wie er dahin geht. Christopher Nkunku. Nordi Mukiele. Konrad Leimer. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Siebte, ja, drin, Tor. Sie machen das Tor. Und was für eins. Das ist Kurzballspiel, Wolf. Genau so geht's. Immer wieder schauen, wo stehen die Kollegen, wo ist die Lücke. Tolles Tor. Damit setzen sie hier noch ein Tor drauf. Alles im Griff. Ganz souveräner Auftritt heute. Gesamtspielstand also jetzt 6:0. Weiter geht's. Haraguchi. Kann er was draus machen? Sie gehen dazwischen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Konrad Leimer. Forsberg am Ball. Weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Konter. Ja,
Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. André Silva. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Kampel. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Becker. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. André Silva. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Kevin Kampel. Den Spiel ist das das Tor. Tor für Leipzig. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Becker. Trimmel. Jetzt könnte er flanken. Sie verlieren hier den Ball. Christopher Nkunku. Kampel. Angelino. Ball erstmal weg. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Die Chance hier. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Außen ist Platz. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Kampel. Gehalten! Ganz starke Aktion. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Ja, gefällt mir richtig gut. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. André Silva. Mit Auge. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Genki Araguchi. Da hat er die Chance. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Christopher Nkunku. Das ist die Chance. Das ist noch gefährlich. Araguchi. Robin Knoche. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Neues Spiel. Die Nummer 25.
Gute Aktion jetzt. Ball kommt in die Mitte. Gut, wie er den Ball abblockt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Christopher Nkunku. Lute. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das macht er gut. Haraguchi. Viel Platz für den Konter jetzt. Da hat Gulagi keine Probleme mit. Dani Olmo. Christopher Nkunku. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. RB Leipzig macht das Tor. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Gelegenheit, um zu flanken. Was macht er draus? Ganz energischer Einsatz. Angelino. Dani Olmo. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man ballbesitzorientiertes Spiel. Da ist die Chance. Immer noch gefährlich. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Jetzt erleben wir hier den Wechsel. Und da ist der Ball wieder weg. Grischa Prömel. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt es jeden Applaus. Sie wechseln aus. Dani Olmo. Tick zu lang. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Genki Haraguchi. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen.
Gleich wird hier ausgewechselt. Das war kein Problem für den Torhüter. Stand gut beim Freistoß und hält ihn sicher. Ganz energisch. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Christopher Nkunku. Danion. Amadou Haidara. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Und in diesem Augenblick steht fest, die Gastgeber sind in der nächsten Runde. Zu diesem schönen Erfolg kann man sie nur beglückwünschen. Alles in allem ziehen sie dann doch ungefährdet in die nächste Runde ein. Sie waren die bessere Mannschaft, keine Frage. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat großen Anteil am Sieg heute, eine klasse Leistung, Doppelpack. In der Form ist er unglaublich gut.